Allora, ich kenne mich in den Bergen nicht sehr gut aus, aber ich denke, das ist kein gutes Zeichen. Schnell, suchen wir Schutz, bevor der Regen stärker wird. Buona idea, Beeilung. Schade, jetzt kann man es nicht sehen. Das stimmt, Papa. Wenn du es siehst, du bist verzaubert. Es ist wirklich wunderschön. Ich glaube es dir. Oh nein, ich hole mir noch eine Erkältung. Regnet es lang in den Bergen? Die Wolken sind schon weg. Papa, guarda! Oh, das ist magnifico. Als der Regen vorbei war, konnte ich die famose Aussicht bewundern. Ja, bitte. Grazie. Es war impressionante. Eure Berge haben mich verzaubert. Allora, Papa. Dann sagst du, wir können bleiben hier in Dörfli? Hier bleiben? In Dörfli? Sieh, ich will nicht nach Marseille gehen. Ich möchte bleiben. Ich habe andere Pläne für uns, mein Junge. Aber wäre es nicht möglich? Hier gibt es bestimmt auch Arbeit. Gewiss, erst recht für einen guten Zimmermann. Ihr könntet bei uns im Gutshaus wohnen. Wir haben genug Platz für alle, oder Großvater? Es würde uns freuen. Ja, den ganzen Winter zusammen hier. Per favore, Papa. Oh, grazie mille, Ernst. Aber wir gehören an das Meer, nicht in die Berge. Ma, Babbo. Basta, Rico. Ascolta, es ist schwer, einen Ort, den man liebt, zu verlassen. Aber du findest neue Freunde in Marseille. No, non sono. Non sono, amici. Sono la mia famiglia adesso. Was hat Rico gesagt? Dass wir wie eine Familie für ihn sind. Rico? Du hast Glück, Taubblume. Du kannst hier bleiben. Bei Heidi.